Ja, ich versuch's ja. Hören Sie auf, erzählen Sie uns oder verkaufen Sie uns nicht für blöd. Die sozialen Wohnungen in Ihrem Plan, wo die überall hinkommen sollen, das kann ich Ihnen sagen, die werden an die Umgehungsstraße gebaut als Lärmschutzwand für die, die vorne am Kanal wohnen. Und nichts anderes. Und ich bin SPD-Wähler. Entschuldigung, bei. Mein Name ist Hans Baumann, ich bin der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Kleiner Dahlkamp. Eine kleine Gartenanlage, die direkt an den TUS-Aktion hier angrenzt. Wir beschauen natürlich misstrauisch auf die Baupläne der SPD. Da geht es uns hauptsächlich um, es sollen ja an der Kanalkante 6000 neue Wohnungen entstehen. So. Der TUS-Aktionia soll überplant werden, das hat vorhin schon der Vorsitzende des Sportvereins gesagt. Unsere Befürchtung ist ganz einfach, dass es damit nicht genug ist. Ist da erst gebaut, knabbert man oder geht man an die Gelände der Kleingartenanlagen. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Anlagen, 6 Stück an der Zahl, liegen direkt in der Frischluftschneise für den Hafen, für Herz Jesu, für Hansaviertel. Das heißt, die Menschen, die da wohnen, die sind nach einer Bebauung nicht mehr in der Lage, nachts ruhig zu schlafen, es sei denn, sie bauen sich ihre Klimageräte auf, damit sie wirklich nicht im eigenen Saft schmoren. Und gegen diese Pläne gehen wir mit allem vor und unterstützen natürlich auch den TUS-Aktionia. Nicht ganz uneigennützig. Dankeschön.